Menschen mit Hashimoto und Basedow haben jetzt immer die Frage, soll ich mich impfen lassen gegen Covid? Und da sind oft auch Ängste verbreitet, dass man sagt, ja, ich habe ja da eine Autoimmuntendenz und vielleicht vertrage ich die Impfung schlechter. Andererseits wird die Argumentation gemacht, ja, gerade diese Menschen brauchen einen besseren Schutz, weil sie vielleicht schwerere Verläufe erleben könnten. Und da habe ich ja die schöne Erfahrung gemacht, wenn ich Rückmeldungen kriege von Menschen, die dann die Impfung bekommen haben, im Wesentlichen das Comirnaty von BioNTech Pfizer, sagen, ja, ich habe das gut vertragen. Und jetzt kommt ein bisschen der Schock durch eine neue Studie, die sagt, naja, die haben das gut vertragen, weil sie gar nicht richtig darauf reagiert haben. Das heißt, die haben keine Antikörper gebildet und das soll jetzt wissenschaftlich bewiesen sein. Wenn wir konkret in die Studie hineingehen, stellt sich das Bild ein bisschen anders dar. Da haben wir als erstes schon mal die Tatsache, dass es gar nicht so groß ist, die Studie, also daraus schon so riesige Schlüsse zu ziehen. Das sind 84 Menschen, die Autoimmunphänomene haben und davon wird auch ein bestimmter Prozentsatz behandelt und 182 Kontrollen, also viel mehr Kontrollen, die eben sowas nicht haben. Und dann müsste man jetzt mal darauf Bezug nehmen, dass in der Zusammensetzung dieser Gruppe fast nur Rheuma-Patienten sind, die auch rheumatische Therapien bekommen, die das Immunsystem blockieren. Und die würden natürlich jetzt dort ausgesucht von Leuten aus dem Deutschen Zentrum für Immuntherapie, also die sind ja auch darauf aus, diese Stoffe alle anzuwenden. Und in der Analyse dann hat man dann geschaut, also was haben wir für Menschen zusammengesucht. Es waren interessanterweise jetzt nur etwas mehr als die Hälfte Frauen, weil im Grunde genommen ja zu beobachten ist, dass die Frauen sonst da viel stärker dominieren in dieser Gruppe. Und schauen Sie jetzt mal hin, da sagt man, die meisten, die Autoimmunphänomene hatten, entweder eine Spondylarthritis, also auf Psoriasis beruhende Gelenksentzündung oder eine Gelenksentzündung rheumatischer Ursache und die beiden zusammen sind ja jetzt 60% der untersuchten Menschen. Na gut, und dann hat man noch 10, die am Darm ein Autoimmunphänomen hatten und nochmal 10%, die Psoriasis hatten. Das heißt, 80% der Untersuchten hatten jetzt mal etwas, was nichts mit Hashimoto zu tun hat. Und wenn ich jetzt 80 Leute untersuche und 80% haben davon keine Hashimoto, dann würde ich mal davon ausgehen, dass eben nur im einstelligen Bereich Menschen mit Hashimoto und vielleicht Basedow überhaupt hineingenommen wurden. Und jetzt ist es so, also dass das die überwiegende Mehrzahl, und zwar sind das hier 43%, ja, es ist nicht überwiegend, das ist also fast die Hälfte, hat diese DMARD bekommen, ja. Und was ist das jetzt? Ich gehe mal ganz kurz, ich google das mal ganz kurz, damit Sie mal sehen können, wenn man es aufs Wiki geht. Disease Modifying Antirheumatic Drugs zielen darauf ab, mit Hilfe von Antikörpern, und hier sind einige, ne? Abatacept, Adalimumab. Das sind alles Dinge, die zum Beispiel jetzt hier die Zellen beeinflussen oder bestimmte Stoffe, die im Immunsystem Bedeutung haben. Und das ist eine breite Liste und das ist eine lange Liste. Die modifizieren jede für uns erreichbare Form der Immunantwort. Und wenn wir dann eben jetzt zurückgehen zu dieser ersten Meldung, hat man den Eindruck, die Menschen, die Autoimmunkrankheiten haben, könnten keine Antikörper bilden oder schwieriger Antikörper bilden auf eine Impfung hin. Aber das geht von dieser Studie gar nicht ab, dieser Schluss, sondern der wahre Titel müsste eher lauten, man sieht, dass Menschen, die Immuntherapien bekommen, die das Immunsystem an bestimmten Stellen beeinflussen, auch blockieren, dass die dann Probleme haben, Antikörper auf andere Reize hin zu bilden. Und das ist ja jetzt eigentlich eine ziemlich banale Erkenntnis. Das heißt, was wir fordern müssten, ist für Menschen, die Hashimoto haben, das ist ja eine riesige Gruppe von Menschen in Deutschland, würde man zwei Gruppen bilden. Die eine wäre, hat zwar die Diagnose Hashimoto bekommen, man kann aber kaum Autoimmunphänomene messen. Zweite Gruppe
Menschen, die voll in dieser Krankheit drin sind, die haben sehr hohe Antikörper, die haben auch eine konkrete Entzündung in der Schilddrüse, wo man annehmen würde, dass das eben durch diesen Autoimmunprozess auch entstanden ist. Und dann würde man mal prüfen müssen, unterscheiden sich die Gruppen in der Bildung von Antikörpern oder ist es vielleicht so, wie es von mir erwartet würde, dass die ganz gut Antikörper bilden. Deswegen die pauschale Empfehlung zu sagen, ja, alle Leute, die was mit Autoimmun zu tun haben, müssten dann drei Impfungen kriegen von BioNTech, Pfizer, ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt und sollte man so nicht umsetzen.